He will be unconscious inside four rounds. This is a limited set of rules that makes this half a fight, a quarter of a fight. This isn't a true fight. If this was a true fight, it wouldn't even take one round. We know Mr. Tapo like to quit. I ain't gonna touch it till August 26th. I throw you your motherfucking name. I might not do I the same. Knock you the out. When I spark you August 26th, I'm gonna make you face me in the rematch in the octagon. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Ja, anlässlich zum Thema reden wir heute über den McGregor und Mayweather Kampf. Ich glaube, kein Thema wird zurzeit so viel rumdiskutiert wie dieser Fight. Wer gewinnt? McGregor, Mayweather. Wir sind hier an der Front vor der T-Mobile Arena. Da wird der Kampf stattfinden. Und ja, wir sind gerade in Vegas. Wir haben ja mit beiden schon trainiert hier in Vegas, gell? Genau. Mit Mayweather und McGregor. Sparring, Mayweather verdroschen. Ja, genau. Nein, natürlich nicht. Es ist nicht so einfach, an die zwei ranzukommen. McGregor trainiert im UFC Performance Center, Mayweather in seinem Gym, aber antreffen konnte man die beiden leider nicht. Markus, was hältst du von dem Thema? Was denkst du, wer wird gewinnen, wer wird verlieren? Wie geht das Ganze aus? Ja, das Besondere an diesem Duell ist, dass man ja jetzt ja eigentlich zwei verschiedene Sportarten irgendwo mal zusammengemixt hat. Ja? Ihr wisst ja alle, Conor McGregor kommt aus dem MMA, also hat immer bei der UFC gefightet. Und Mayweather war eben ein klassischer Boxer, der aber eben schon in Rente war. Und jetzt haben die zwei sich eben geeinigt, für einen riesen Geldbetrag nochmal einen Titelkampf zu machen. Ich weiß gar nicht, um welchen Titel es jetzt eigentlich genau geht. Auf jeden Fall am 26. August wird das Ganze hier stattfinden. Im Hintergrund seht ihr manchmal auch schon immer die Ads leuchten. Und ja, das ist eigentlich ein Kampf, den wollen eigentlich die ganzen Kampfsport-Insider gar nicht unbedingt sehen, sondern eigentlich viel, viel mehr die Laien, ja, die selber mit Kampfsport gar nicht so viel zu tun haben, weil das eben immer groß klingt. Ja. Immer ein großer Name gegen anderen. Das ist so ähnlich wie, wer ist besser, Muhammad Ali oder Mike Tyson. Letztendlich, ich finde es fast sogar ein bisschen schade, dass man solche Ligen und solche Namen mischen muss. Und frag mich, was kommt als nächstes? Ja? Undertaker gegen McGregor oder Michael Smolik gegen Floyd Mayweather im Taekwondo. Also, ihr wisst, das ist endlich. Michi, was meinst du, wie geht's aus? Also meiner Meinung nach, ganz klar, jetzt mal unabhängig davon gesehen, wie man das Ganze werten sollte, warum der Kampf stattfindet, denke ich, dass Mayweather das Ding ganz klar gewinnen wird. Und zwar erstens, er ist ungeschlagen, zweitens, es ist sein Game, er macht schon sein Leben lang nur Boxen. Wirklich, und McGregor, MMA, hat zwar Boxskills, aber ganz ehrlich, wenn es jetzt ein MMA-Kampf wäre, würde ich sagen, McGregor gewinnt, aber das ist das Game von Mayweather. Deswegen denke ich, Mayweather wird gewinnen. Es ist genauso wie wenn Klitschko oder Joshua Anthony gegen mich einen Taekwondo-Fight machen würde, nur mit Taekwondo-Regeln. Könnte ich behaupten, dass ich gewinnen könnte, ja? Und so ist es genau da. Also so sehe ich das. Sehr, sehr viele Kopfspielchen natürlich im Vornherein. Viele sagen auch, vielleicht wird es ein Skandalkampf, da tun welche schon so irgendwie Schlussfolgern. McGregor macht irgendwas und wird disqualifiziert und ist unentschieden oder keine Ahnung, wird spekuliert über viele, viele Dinge. Aber mein Tipp, Mayweather wird gewinnen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, wäre langweilig, wenn ich jetzt auch Mayweather sagen würde. Nee, ich tippe tatsächlich auf Conor McGregor. Ich habe auch gesehen, die Quoten bei den Wettanbietern sind besser für McGregor. Sehr gut, kann ich wieder wetten. Genau, ich wollte gerade sagen, wie sieht es mit der Wette aus? Ja, das Ganze einfach deshalb. Mayweather ist in Rente gegangen, er hat sich eigentlich eine Auszeit gegönnt, er hat sich vom Sport verabschiedet. Er hat das Leben genossen, ist viel verreist, hat glaube ich weniger trainiert. Conor McGregor ist voll im Training und ich glaube, was mich auch letztendlich, ich glaube es wird ein sehr enges Duell, aber was mich letztendlich auf Conor McGregor seine Seite stellt, ist einfach auch diese Psychospielchen. Er hat das einfach mega drauf und das hat Mayweather bisher in seiner Karriere auch nie erlebt. Ja? Wenn ihr euch mal die Pressekonferenzen anschaut und dieses ganze Zeug. Also Conor McGregor geht tatsächlich hin und streichelt dann Mayweather über die Glatze und so. Und ich finde, das geht sehr, sehr weit. Ich weiß nicht, inwiefern es abgesprochen ist, aber selbst wenn es abgesprochen ist, wow, ist das ziemlich, ziemliches Psychospielchen. Und ich glaube, da wird sich der Konterkämpfer Mayweather, der normalerweise sehr, sehr zurückhaltend kämpft, vielleicht ein bisschen in die Offensive drängen lassen. Und da Conor McGregor auch ein Konterkämpfer ist, denke ich, dass sich das Ding dann so entscheiden wird. Ja, wir werden sehen, wird es ein K.O., wird es über die Runden gehen, wird es vielleicht ein Unentschieden, wird es ein Skandalkampf, keine Ahnung.
Der Markus meint, McGregor, ich bin für Mayweather. Was heißt für Mayweather? Ich denke, er wird halt einfach gewinnen. Ja, ich finde beides Top-Kämpfer. Psychospielchen, ja, finde ich ganz gut. Bin ich auch ein bisschen bekannt dafür, das zu machen. Vielleicht mache ich es beim nächsten Fight auch. Nächsten Fight vor, beim Weigh-In im Anzug vielleicht. Stehe ich im Anzug dran. Kommen die Leute wieder, er macht einen auf McGregor. Ne, mal schauen. Wird sehr interessant. Mehr haben wir zu diesem Thema eigentlich nicht zu sagen. Ich melde mich vielleicht zurück, wenn der Kampf vorbei ist. Vielleicht aber auch nicht. Ihr seht das Ergebnis ja dann selber. Und das war es erstmal von uns aus Las Vegas. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen trainieren gehen. Vielleicht treffen wir doch noch McGregor oder Mayweather an. Machen ein bisschen Sparring mit denen, coachen ein bisschen, geben ein bisschen Tipps für den Kampf. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos, Leute. Das war Markus und Michael Smolik. Haut rein!